Ja, liebe Zuschauer, alle Geschlechter eingeschlossen, wir haben mal wieder Samstag, den 14.05.2022. Und da ist ja traditioneller Termin für den Verantwortungstalk, Samstag, auch ein Wandelgespräch, genauso wie wir am Montag ja noch ein Wandelgespräch machen, was von Anfang an schon so hieß. Ja. Und beim Verantwortungstalk, der ältesten Talkshow von Schenker-Bewegung, geht es darum, einfach aufzutauchen aus dem Fluss des alltäglichen Lebens und an alles die große Sinn- und Verantwortungsfrage zu stellen. Nicht, dass man da völlig verkehrt in die Irre oder ins Konservendosenleben im Altenheim läuft. Gut, viel mehr muss ich zum inhaltlichen Sinn nicht sagen, weil wir haben auch ein tolles Forum, ein Freie-Argumente-Forum, findet ihr bei freie-argumente-kultur.de. Herr Dillen blendet euch das bestimmt auch zwischendurch so ein. Da habt ihr schon einen Voreinblick in dieses Forum. Und da gibt es auch eben Threads sowohl zu Wandelgespräch wie auch Verantwortungstalk. Was sich auch beides thematisch und mischt. Also ich empfehle beides auch, sich anzuschauen und zu lesen. Sind spannende Konversationen mit dabei. Technik ist der Redekreis, also ein paar Minuten, wo jeder spricht und dann in gleichbleibender Reihenfolge an den nächsten weitergibt. Das heißt als Einstieg, ich gebe für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dillen. So, jetzt müssten mich alle gut hören, auch die Live-Fernsehzuschauer. Alle müssten mich gut hören. Ich zeige den Live-Zuschauern jetzt nur noch mal ein paar Bilder von mir. Die GBÖ-GBO-Kombi. Ja, das reicht ja von mir als Bilder. Und dann gehe ich hier rüber, richte das ein. Ja, dann habe ich das zum Zeigen. Gut. Ja, dann kann ich ja loslegen mit dem ersten Redebeitrag für heute. Und ich habe Ihnen ja, liebe Live-Zuschauer, versprochen in der Ankündigung, dass ich mich heute einen Tag vor der Wahl um die Fehler und Irrtümer aller Parteien mal kümmern werde. Welche zentralen Irrtümer machen Sie und wie schaden Sie ihnen? Und zwar alle großen Parteien, weil sie alle nicht begriffen haben, dass eine Politik ohne die sozusagen ohne die Diskussion Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, also die GWÖ-GWO-Kombi, immer zum Schaden der Bevölkerung sein muss. Denn der Baufehler des Kapitalismus oder der sozialen Marktwirtschaft, nämlich dass Schädigung auf Kosten von Ihnen, liebe Wählerinnen, erlaubt ist, dieser Fehler, den schleppen ja praktisch alle Parteien mit rum. Ne? Eigentlich unterschiedslos. Ne? Und ich lese mal was vor, damit Sie auch dann richtig daran gehen und das auch verstehen können vielleicht. So irren sich zum Beispiel die Nahrungshändler und glauben wirklich, ihre süchtig machenden Giftcocktails aus den Chemielaboren mit Glyphosat, Pestiziden, Fungiziden und so weiter seien gesundheitlich unbedenklich und verantwortbar. Und diesen vorteilbringenden Irrtum, dass sie glauben, diese Dinge seien unbedenklich, der fließt auch, weil wir kein richtiges Politiksystem haben, sondern eigentlich ein Korruptionssystem haben. Ich habe gerade den neuesten Bericht gelesen über die Parteispenden, wo die CDU zum Beispiel immer die größten und reichsten Parteispenden kriegt und so weiter. Und dadurch entstehen Freundschaften, freundschaftliche Kontakte mit Lobbyisten führen dazu, dass auch die Politiker diese Irrtümer glauben und überhaupt kein Problem darin sehen, dass der Markt, dieser soziale Marktwirtschaft die Firmen dazu zwingt,
uns immer billiger hergestellte Produkte zu liefern, die uns dann aber mehr oder weniger stark vergiften. Denn je billiger die Zutaten, desto giftiger werden sie für unseren Stoffwechsel. Deswegen lese ich mal weiter. Und diese Nahrungshändler werden dadurch Marktführer und sie werden chronisch krank oder bekommen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Übergewicht und so weiter. Und all das verstehen die großen Parteien überhaupt nicht. Und die Partei des Gemeinwohls, PDG, ist ja noch nicht bei dieser Wahl zum Beispiel jetzt, kann noch nicht antreten, weil noch ein bisschen die Manpower fehlt, sehr viel Manpower noch fehlt. Erst 40 Mitglieder, die aber praktisch alle passiv sind. Ja, alle Sparten sind gefährlich und glückszerstörend. Ja, ihr Lebensglück muss ihnen geraubt werden, damit sie kaufsüchtig werden. Ja? Das heißt, die Evolution in der Marktwirtschaft läuft immer in die Richtung, dass Irrtümer, die ihr Glück zerstören, zu großem Erfolg bei zum Beispiel den Frühhändlern geführt haben, sodass sie dann kaufsüchtig wurden und eben sozusagen esssüchtig und solche Dinge wurden. Und die anderen haben daran verdient. Ne? Deswegen ist die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, grundsätzlich ein Glücksräuber. Und was ich ja gerade schilder, ist, dass er eben auch ein Gehirnwäscher ist. Nämlich uns alle abfüllt mit vorteilbringenden Irrtümern, die, weil sie von so vielen Leuten erzählt werden und multipliziert werden, dann nochmal von der Politik wiederholt werden und so weiter, von den Medien wiederholt werden. Die große Werbespots, große Gelder über Werbespots bekommen und deswegen sich auch wieder angleichen dem Denken der Konzerne, ja, und der anderen Sparten. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Das heißt also, sie können gar nicht anders, als dass sie Gehirn gewaschen werden und eben dann lauter Dinge kaufen, wo ihnen eingeredet wird, sie seien harmlos. In Wirklichkeit machen sie sie chronisch krank und vergiften sie von morgens bis abends. Ja? Und nachher geht's dann weiter mit den allergefährlichsten Sparten, denn die Konzerne sind nicht die gefährlichsten Sparten, die anderen sind viel gefährlicher. Und dann gebe ich erstmal weiter jetzt an den Öffi und dazu muss ich ihn aber erstmal laut drehen. Wir hören. Ja, danke schön. Danke, Dylan, für das, was du erklärt hast. Ich bringe ja am Samstag dann immer auch meinen Stand der Dinge. Also wo bin ich auf dem Weg, den wir da gemeinsam ja auch versuchen, dass die Menschen immer weniger Schaden anrichten. Und da kann ich gleich als was Hoffnungsgebendes sagen. Dylan hat angesprochen, wie das ist mit der Vergiftung durch die normale Ernährung. Natürlich kann man, wenn man ganz krass drauf ist oder ganz krass aufwacht innerlich, kann man da auch was Ausscherendes machen aus dieser Logik. Bei mir ist es so, gerade eben, also um zu erzählen, was letzte Woche dann auch so war, also gerade eben habe ich ein Video mit meiner Frau da gemacht, was die mir gerade auf Telegram wohl auch schickt, damit ich es dann veröffentlichen kann, wo ich bei uns auf dem Balkon stand und erzählt habe, wie ich mich gerade ernähre. Ich ernähre mich im Moment nur von Wildkräutern und ein bisschen Obst, weil ich die Fettpolster loswerden will, die sich durch das Containeressen da auch gut und gerne immer ansammeln. Und den Waschbrettbauch wollte ich wieder zurückhaben. Da habe ich auch gegenüber einem Mitidealisten, schon im letzten Jahr haben wir da geredet und er meinte, ja, wie sieht das aus hier, so als Wald- und Naturmensch? Könntest du da auch ein bisschen vorbildlicher noch sein? Da habe ich gesagt, ja, bis zum Geburtstag jetzt hier in diesem Jahr 2022 möchte ich schon gucken, dass ich da das wieder hinkriege. Also ich bin noch nicht fertig, habe natürlich zugegebenermaßen
zu spät angefangen, um jetzt schon völlig fertig zu sein, also die Fettpolster los zu sein. Aber man sieht ansatzweise die Konturen der Bauchmuskulatur. Und hinter den Polstern ist da schon eine starke Muskulatur. Die habe ich mir insgesamt seit meiner Jugend angeeignet, wo ich als Student immer 500 Liegestützen am Stück noch gemacht habe, bevor ich mich zum Schlafen hinlegte. Weil ich mir schon dachte, dass da irgendwann eine ganz harte Herausforderung auf mich zukommt, wenn ich da ins Aussteigerleben gehe. Ja, ansonsten auch in der letzten Woche habe ich dann mehrere künstlerische Videos hochgeladen. Haben vielleicht schon diejenigen, die meinen YouTube-Kanal ein bisschen auch beobachten, gesehen. Also einerseits habe ich zu meinem Geburtstag am 12. Mai habe ich von dem Mitidealisten Louis und seiner Freundin Antonia ein Video mit einem Song zugeschickt bekommen. Der Frack-Song, also der Song über die freie Argumentekultur. Der ist gut, ne? Also natürlich für mich als alten Mann ist natürlich die heutige Musik der Jugend, also wo das so zack, 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 wie aus Maschinengewehr kommt, die nennen das Rappen oder mit ähnlichen Bezeichnungen. Ja, das ist natürlich ein bisschen maschinengewehrartig, aber hört sich gut an. Also ist schon ein gelungener Song, würde ich sagen. Vom Text her auf jeden Fall auch, ja. Und ich habe hochgeladen noch, wo wir schon mehrere solche Ansätze haben, so eine Schenker-Band zu bilden. Als wir hier Freilernen gemacht haben mit den Kids, hat der besagte Louis auch mit denen kräftig Musik gemacht. Und das war zum Teil richtig gut. Ein bisschen was haben wir aufgenommen. Hab's nur jetzt nicht im Moment zur Hand gehabt, sonst hätte ich es auch gleich mit hochgeladen. Aber jetzt waren wir in Berlin auf unserer Projektrundreise. Und da ist ja auch einer meiner engsten Verbündeten, der Uwe. Und der hat mit dem Yoshi zusammen eine Klaviersession gemacht. Das hört sich auch schon gut an. Also ein weiterer Keimling für eine Schenker-Band. Also das war in der letzten Woche. Und ansonsten bin ich ja mit dem Gedanken, obwohl ich jetzt gar nicht wusste, dass morgen eine Wahl ist und so, das kriege ich ja nicht alles so genau mit. Ich finde es ja toll, mit der Partei des Gemeinwohls, die Frack-Partei sein will und wirke da ja gerne mit. Also Dylan und ich sind da, wenn ich es richtig in der Satzung gelesen habe, sowas wie ein moralischer Aufsichtsrat. Vor allem, um zu gucken, dass die freie Argumentekultur erhalten bleibt. Ja, und ansonsten bin ich an diesem Thema dran, was wir auch schon seit vielen Talks immer wieder verhackstücken. Wie können wir es vermeiden, zu sehr gefrustet zu sein, dadurch, dass die Leute nicht dazukommen und wir nicht die Resonanz haben, die wir uns wünschen? Also ich meine, ich kann mich nicht mehr beschweren. Früher saß ich da beim Pilgern, also als freiwillig Obdachloser in den Innenstädten mit meinem Plakat. Und obwohl da Hunderte an mir vorbeiliefen, hatte ich vielleicht ein oder zwei Gespräche ob. Und wurde ansonsten nicht groß beachtet, weil die alle ja Systemlemminge sind, ne? Muss man ja so sagen. Und der hat ja auch gesagt, also vielleicht haben wir gar keine Chance gegen den Kapitalismus, weil die alle da viel zu süchtig nachdenken. Ja, ich höre das Piepen, ich mache noch eben rund. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil heute habe ich da, was weiß ich, 80 bis 100 Leute, die alleine jetzt den Wikipedia-Artikel da aufrufen, täglich. Und nachdem ich einige Zeit da nichts mehr posten konnte, ist eine Sache, ein Interview von einem Kunstakademie-Dozenten mit mir zum Beuys-Jahr im letzten Jahr, 2021, mehrere Stunden Interview, wo bis hin zu meinem Corona-Engagement und so weiter, also ganz viel drin enthalten ist. Und also da haben die Leute eindeutig die Möglichkeit, auch auf den ganz neuen Stand sich zu bringen, was ihnen sonst nicht so möglich war. Und mein Mittel gegen den Frust ist ja, dass ich sage, Leute, lasst uns unser Selbstbewusstsein darauf richten, dass wir logisch notwendige Inhalte haben, stärkste Argumente. Und auch wenn die anderen eben die stärksten Argumente nicht hören wollen oder nicht die stärksten Argumente Vertreter in die Talkshows und sonst wohin einladen, also vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wir haben die logisch notwendigen Antworten. Lasst uns die innere Standhaftigkeit haben, dabei zu bleiben und einfach so gut wie möglich das selbst vorzugeben und den anderen zu erklären. Es ist das Beste, was man tun kann. Bin ich fest von überzeugt. Beim nächsten Beitrag erzähle ich vielleicht noch genauer was über diese stärksten Argumente nochmal. Habe ich schon mal in einer der Vorsendungen, aber lohnt sich da nochmal was zu sagen. Ich gebe wieder an den Dillen.
So, jetzt müsste ich wieder laut hörbar sein und beginne meinen Beitrag. Ja, ich habe ja den Zuschauern auch versprochen, dass ich auch Sarah Wagenknecht und Dr. Markus Krall kritisieren werde in dieser Sendung. Und damit, das kann ich eigentlich relativ einfach machen. Alles, was ich jetzt an der Linken kritisiere, aber auch an der SPD und den Grünen, trifft auch letztendlich auf Sarah Wagenknecht in vielerlei Hinsicht zu. Und alles, was ich an FDP, CDU und AfD kritisieren werde, trifft auch auf Dr. Markus Krall relativ stark zu. Besonders natürlich die FDP-Geschichte, weil Dr. Markus Krall steht ja für den killermäßigen, total gefährlichen Neoliberalismus. Ne? Ja, jetzt lese ich weiter. Aber am allergefährlichsten sind diejenigen Sparten, die Profiteure scheiternden Lebens sind. Ja, der große Fehler überall war, von der Diktatur der Konzerne zu sprechen, statt von der Diktatur der Sparten. Die Behörden sind teilweise viel gefährlicher als die Konzerne für unser Leben. Ne? Die Sozialsparten, deren Karrierechancen nur wachsen können, wenn es möglichst viele Arbeitslose, Obdachlose, Verwahrlosende und suchtkranke Menschen als Dauerkunden gibt. Das wird von allen Parteien unterschätzt. Sie denken, diese Sparten wären harmlos. Und das ist wieder einer dieser lebensgefährlichen Irrtümer für uns. Denn die Sozialsparten alleine können einen Staat so schwächen, dass er wie die Ukraine militärisch jederzeit überrollt werden kann. Ja? Sozialspartler waschen unsere Gehirne mit nur ihnen vorteilbringenden Irrtümern, also nur den Sozialspartlern, nicht ihnen, liebe Wählerinnen, sondern ja, den Sozialspartlern vorteilbringenden Irrtümern, VIs, die uns zu einer völlig falschen Bevölkerungspolitik hin manipulieren, die zu Massen an Sozialfällen führt. Sozialspartler glauben zum Beispiel auch solche nur für sie selber vorteilbringenden Irrtümer, wie zum Beispiel, dass eine Gesellschaft auch noch in der Lage sei, zur Entwicklung derjenigen Hightech-Defensivraketensysteme, die man braucht, um einem Schicksal wie dem von Ukraine, Irak, Indianern, Indios und so weiter entgehen zu können. Wenn die Gesellschaft versucht, Leistung, Wettbewerb, Konkurrenz, Geld, Eigentum, Besitz und Egoismus abzuschaffen. Und solche Ideen sind in vielen Parteien drin, zum Beispiel bei der Linken und so weiter. Ja, da will man eigentlich so Dinge wie Leistung sind irrelevant, Wettbewerb ist irrelevant. Ja, aber das gilt auch mehr oder weniger stark auch für die Grünen und für die SPD. Leistung, Wettbewerb, Egoismus, weg damit, irgendwie aus der Gesellschaft rausschaffen. In Wahrheit entsteht in einer solchen Gesellschaft verringerter Leistungsanreize und Leistungsmotivation nicht nur Wehrlosigkeit bzw. militärische Schutzlosigkeit, sondern auch Massenarmut und Arbeitslosigkeit, von der dann wieder die Sozialspartler profitieren können durch verbesserte Karrierechancen, durch wachsende Kundenarmeen. Ja, also sozusagen zum Beispiel, jetzt nur mal, ich greife schon mal vor, wenn ich Leistung und so weiter nicht würdige in der Gesellschaft, dann führt das oft auch dazu, wie Sarah Wagenknecht, dass die Steuern über das Level des Internationalen erhöht werden für alle Reichen und Unternehmen und so weiter. Dadurch kommt es aber zur Abwanderung aller Fähigen oder Unternehmen und immer wieder wandern im Moment ja auch
Tausende von Arbeitsplätzen nach Tschechien, nach Polen und so weiter. Und unsere fähigsten Leute, teuer ausgebildet, wandern ab in die Schweiz, weil sie dort eben finanziell sich besser stehen als in Deutschland und so weiter. Also diese Leistungsfeindlichkeit, piepst, ich mache nur noch kurz rund, führt eben letztendlich zur Zerstörung unserer Wehrfähigkeit, unserer Kraft. Also wir erleiden das Schicksal des Römischen Reiches. Wir verlieren unsere Leistungsfähigkeiten, werden immer schwächer und nicht nur militärisch abgehängt sozusagen, was lebensgefährlich sein kann, das sehen wir an der Ukraine, sondern wir werden auch irgendwann, im Moment ist ja Deutschland sowieso auf dem Weg zu einem bettelarmen Land. Wir merken das ja an den ewigen Preiserhöhungen. Aber das geht dann immer schneller voran. Und irgendwann sind wir auf Niveau von Afrika und sind ein Armutsland. Ja, jetzt versuche ich den Öffi wieder anzustellen. Wir hören... Ganz herzlichen Dank, Dylan, für deine Worte. Ja, ich hatte ja angekündigt, dass ich ein bisschen vielleicht nochmal erzähle über die stärksten Argumente, die wir haben. Und da habe ich gerade jetzt das betreffende Forumsthema auch schon mal aufgerufen. Ich zähle sie nur kurz auf. Also als Grundargument haben wir natürlich freie Argumentekultur. Also ich habe mir letztens mal überlegt, das wäre eigentlich eben auch wichtig zu betonen, dass das der Kern des Faschismus eigentlich ist. Also wenn wir mal unter Faschismus ein Gewaltregime oder Gewalttätigkeit verstehen, die dabei den anderen Menschen entmenschlicht. Also so wie im alten Rom mit diesen Fastes, diesen Rutenbündeln, da die Zuschauer begeistert gesedelt haben, wenn die Gefangenen oder Sklaven dann, oder die als Gladiatoren in die Arena geschickt wurden, wenn die da wie Vieh vor ihnen so durch die Gasse getrieben wurden. Ja, also diese Entmenschlichung ist das, was die faschistische Gewalt und Herrschaft von anderen Gewaltformen und Herrschaftsformen unterscheidet. Und das ist dadurch natürlich besonders schlimm, besonders inhuman. Ja, und was ist die direkteste Form, einen Menschen so zu behandeln, dass man ihn dabei entmenschlicht? Das ist die Weise, ihn so zu behandeln, dass man seine menschlichste Eigenschaft, sein Denken und Sprechen können, missachtet. Also einen Menschen so zu behandeln, dass man ihn nicht mehr als denkendes und sprechendes Wesen behandelt, ist die unmittelbarste und ins Wesentlichste seiner Seele oder seiner Fähigkeiten gehenden Entmenschlichung. Ja, also das Wichtigste überhaupt und unser starkes Argument ist, wir wollen, dass der Mensch als denkendes und sprechendes Wesen so in den Mittelpunkt gestellt wird und dass das die Grundorientierung wird, womit wir zu einer guten oder auch insgesamt verantwortlichen Entwicklung kommen könnten. Ja, wie heißt es so schön in einem Spruch, den auch Anhänger sogar der New World Order oder der ganzen Eliten Strukturen manchmal gerne von sich geben. Die Stärke des Rechts muss an die Stelle des Rechts des Stärkeren treten. Da sind wir völlig mit einig und deshalb sagen wir ja, dann lasst uns doch miteinander reden und schauen, was hat denn jetzt möglichst gute Argumente? Was, wenn wir denken und sprechen, kommt da am ehesten jetzt als Sinnvollstes raus? Und gerade im Moment ist ja mit dem Aufruf zu Pazifismus statt Gewalt und Krieg wie Ukraine von Friedensnobelpreisträgern oder 28 Intellektuellen, ist das Thema ja aktuell und akut. Aber da habe ich als erstes dann den Punkt zu festgehalten, dieses Geschrei nach dem Pazifismus bleibt halbherzig oder verkrüppelt, solange wir die friedliche Kultur nicht angemessen ernsthaft auch zu Ende denken und entwickeln.
Und ja, wenn das eine Kultur wäre, die von Argumente statt Fäuste geprägt sein soll, Fäuste mal als alle Mittel nicht argumentativer Manipulation verstanden, ist es dann nicht erschreckend, dass wir außer uns eigentlich keine anderen Menschen finden können, die Argumente einbringen, also zumindest ernst nehmbar, also Parolen gibt es ja noch manchmal, aber ernst nehmbar Argumente einbringen wie erstens, dass wir eine echte freie Argumentekulturplattform bräuchten, wo die Sichtbarkeit aller Inhalte und Wahloptionen, also wie es der Beutelsbacher Konsens fordert, gewährleistet ist, also echte Meinungsfreiheit, und wo zumindest vom guten Willen her es dann nach Argumentequalität statt Lobbyeinflüssen gehen soll. Gibt's nicht, sonst, liebe Zuschauer, sagt sofort Bescheid und dann kann man gucken, ob das eben was Ernstnehmbares ist. Ansonsten bei uns gibt es das. Wir wollen das. Zweitens, mal wirklich nach menschlicher Persönlichkeit und Verantwortungsreife zu gehen, wie es auch die Wissenschaft, die Entwicklungspsychologie definiert. Das sogenannte Post-Conventional Level oder wie ich es lieber noch nenne, Spirit Identification Level. Und dass man in einem Satz so zusammenfassen kann, man muss als verantwortungsreifer Mensch sein Steuerruder an sich nehmen. Ah, da piept es. Mache ich mal eben noch kurz rund. Also man muss als verantwortungsreifer Mensch sein Steuerruder an sich nehmen und muss es insgesamt verantwortlich handhaben wollen. Und man darf es dann natürlich nicht einfach an nicht verantwortliche Menschen abgeben. Ganz einfacher Satz, 2 und 2 ist 4. Aber das wäre somit die größte Sprengsatz für das ganze angepasste Leben und die staatlichen Herrschaftsstrukturen. Ja, ich zähle beim nächsten Mal, bei meinem nächsten Beitrag, die letzten 8 Superstaaten-Argumente dann noch auf. Ich gebe wieder an den Dillen. So, da bin ich wieder. Ja, dann beginne ich meinen nächsten Beitrag. Ja, das, was Diplom-Theologe Jürgen Wagner gerade gesagt hat, da haben ich als naturwissenschaftlicher Denker von Weltrat und Next Scientists for Future wenig Glauben, dass das funktionieren kann und immer mehr von diesem Glauben verloren in letzter Zeit. Also dieses, dass der Mensch ein denkendes und sprechendes Leben führt. Ich vermute, also dass wir es bei den Bonobos und bei den Savannenbonobos, also bei uns, beides mit einer großen Gruppe an Mitläufern zu tun haben. Also nicht nur, dass der Kapitalismus uns quasi die Ausweicheritis als Grundkrankheit beibringt, so dass wir gar nicht uns irgendwelchen echten Diskussionen stellen und keinen echten Argumenten stellen, sondern dass viele wirklich einfach Mitläufer sind und dass das, was Offi gesagt hat, nämlich Post-Conventional Level und so weiter, das nur für die ganz wenigen Spitzenleute einer Sozietät in Frage kommt, wobei sogar beim Post-Conventional Level Lorenz Kohlberg, da gibt's keine Untersuchung darüber, ob nicht die Menschen das Post-Conventional Level in erster Linie durch einen Manipulationsprozess erreichen. Also ich kann sagen, Öffi erlebt das ja als Glück. Ich kann bei mir sagen, ich erlebe das als Unglück. Also meine moralische Tendenz damals, meine Praxis zu schließen, weil ich es nicht mehr verantworten konnte, wegen der Schädigung, zu der man in der Marktwirtschaft gezwungen ist. Das könnte man auch umdefinieren als, dass ich moralisch manipuliert war, mein Leben zu ruinieren, ohne dass jemals eine Chance bestand, den Kapitalismus zu besiegen. Denn auf der anderen Seite, der zweite Aspekt war natürlich, dass ich einfach mein Leben dem Unternehmen gewidmet habe, den Kapitalismus zu beenden. Aber das sieht so aus, als wäre das von Anfang an ein Erfolg, nicht erfolgversprechendes Unternehmen zu sein. Na gut, aber erstmal so weit. Und dann lese ich jetzt wieder ein Stück weiter, denn ich will ja heute erklären, wo die Parteien irren. Also erst einmal, ich habe ja bis jetzt erklärt, dass eben da vorteilbringende Irrtümer
uns beschädigen, aber bestimmten Sparten Profite bringen. Also Sie, liebe Wählerinnen, und die Parteien machen das alle mit und lassen das alles laufen, weil sie es gar nicht verstehen. Ja? Und die Lösung wäre natürlich, dass man Wohlfühlen, Gesundheit, langlebig, denken Sie nur an die Nahrungsspartler, ja, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner eines Supermarktleiters oder einer Supermarktregion zum Beispiel erfasst und dann, wenn diese immer gesündere Sachen auch den Leuten zur Verfügung stellen und auch einen Gesundheitsanregungsmarkt machen, in dem eine Ernährungsberaterin in der Mitte und dann mit Hilfe von roten, gelben, grünen Ampeln und so weiter, wir uns geholfen wird, dass wir uns mit weniger Gift ernähren und so weiter, dann bleibt dieser Supermarktmarkt, dieser Marktleiter noch Marktführer, ansonsten eben nicht, geht er pleite, weil er dann eben weniger Geld bekommt als andere Märkte und dann wird er in der Konkurrenz pleite gehen. Ja, aber das heißt, das haben die Parteien noch nicht richtig kapiert. Viele reden zwar von den Parteien über die Gemeinwohlökonomie, aber die ist nicht sehr, also die ist noch nicht so ausgereift, dass sie diese Dinge überhaupt in den Griff kriegen könnte. Besonders die Glückszerstörung hat die Gemeinwohlökonomie überhaupt nicht auf dem Schirm. Oder die Giftigkeit von Biobroten könnte sie gar nicht herausfinden und so weiter. Aber ich lese weiter. Sozialspartler glauben und multiplizieren zum Beispiel auch das Märchen. Oh ja, ich fasse das nochmal zusammen. Also wir Naturwissenschaftler glauben, dass die egoistischen Säugetiere mit ihrer Tendenz zu Leistung, Wettbewerb und Konkurrenz nur gemäßigt werden können durch Sozialsysteme, durch Korsette. Und das eine Sozialsystem wäre also die GWÖ-GWO-Kombi, ne? Und das andere Sozialsystem ist der Bonobo-Schenker-Kommunismus, der mäßigt all die Schädlichkeit, die Säugetiere, es piepst, ich mache noch kurz rund, dass die Säugetiere entfalten können. Und beim nächsten Beitrag werde ich dann endlich vorlesen, wie das mit dem Märchen von Mindestlohn ist, an das Sie, liebe Wählerinnen, Glauben gemacht wurden, das Ihnen aber Ihr Leben zerstört und die ganze Gesellschaft zerstören kann. Ich gebe gleich weiter. Moment. Wir hören. Ja, danke schön, Dylan. Und ich mache mal weiter mit den 8 letzten Argumenten, den stärksten Argumenten, die nicht richtig gehört werden. Ich war gewesen bei der menschlichen Verantwortungsreife, dem Post-Convention Level, beziehungsweise Spirit Identification Level, dass der Mensch sich mit seiner Vernunftseele identifiziert und aufs Ganze verantwortlich handelt und nicht mehr ein Steuerruder an Herrscher und Bosse und wen auch immer gibt, die damit verantwortungslosen Schaden anrichten. Drittens, eine Wissenschaftsreform, wodurch Wissenschaft nicht mehr bloß missbräuchliche Werkzeugwissenschaft ist, sondern Verantwortungssteuerung erforscht. Wenn nicht die Wissenschaft wäre, woher sollte es denn besser kommen? Aus irgendwelchen Religionen oder Ideologien oder aus Willkürerfindungen oder von der Straße? Also die Wissenschaft ist unsere höchste Form, Wissen zu sammeln und zu ordnen, wenn wir da nicht versuchen, auch über die Steuerung was rauszubringen. Also die Gründer der Wissenschaft würden sich auch im Grab umdrehen oder rotieren, wenn sie wüssten, dass die heutige Wissenschaft sich so zum manipulierbaren, korrumpierbaren, käuflichen Diener der Reichen und Mächtigen gemacht hat und auch noch denkt, es ist besonders wissenschaftlich zu sagen, dass man nicht Wertungen mit in den Blick nehmen könnte, weil dann wär man nicht mehr so sachlich. Also eigentlich ist es, wenn Wissenschaft Sammeln und Ordnen von Wissen ist, ist es sofort absurd, sich dann zu denken, das besteht jetzt hauptsächlich im Sammeln von Werkzeugwissen, aber nicht in dem Wissen, wie man mit den Werkzeugen umgeht. Also das springt einen an, die Absurdität des Selbstverständnisses der Wissenschaft. Okay. Viertens, echte Friedenskommunikation und das mal so, dass es auch wirklich eine Basis ergeben kann.
Also schon bei dem Grundprinzip, dass wenn zwei sich nicht einigen können, sie gemeinsam Konflikthelfer dazu nehmen können, bis es erforderlichenfalls vor eine soziale Entscheidungsgruppe gebracht werden kann, wozu sie gehören. Also diese Verwurzelung in Familie, Sippe, Stamm, Kommune kann man auch sagen, haben ja die meisten Menschen kaum noch, aber alle von den privaten Streitigkeiten her betrachtet, unter Einzelnen, bis hin zu den großen Streitigkeiten der Politik, bis hin jetzt zu der Frage, welche Kultur hat sich denn angeboten für Putin und Zelensky und so weiter, wird man feststellen, wird nicht gemacht. Ganz egal, ob Jesus das vor 2000 Jahren gesagt hat und die moderne Friedens- und Konfliktforschung auch grummelnd sagen muss, dass das schon eine gute Vorgehensweise ist, es wird nicht gemacht. Dann fünftens Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen als leitende Instanzen der gesellschaftlichen Orientierung. Also wir haben Arbeitsagenturen und Kriegsministerien, aber wir haben keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen im Moment. Für die wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben haben wir keine Organisationszentralen. Das muss man einfach ändern. Und deshalb sage ich ja, dass wenn das mit der gefährlichen Entwicklung hin Richtung digitaler Überwachungs- und Kontrolldiktatur weitergeht, und ich sehe nicht, dass die, auch wenn jetzt die Maßnahmen teilweise gemildert werden, sehe ich nicht, dass die Strukturentwicklung da an Zug verliert. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass gegen den Professor Bhakti da ein Prozess wegen Volksverhetzung jetzt angestrengt wird. Also der mag auch was Falsches gesagt haben, aber das hat ja keine Verhältnismäßigkeit. Also im Vergleich zu dem, was da die großen Repräsentanten der Impfpropaganda so von sich gegeben haben. Okay, aber man wird das klären müssen, man wird da weiter dran sein müssen. Und ich habe ja, was den Punkt Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen angeht, was wir im letzten Jahr schon mit einer gewaltfreien Aktion vorbereitet haben, ich habe ja vor Augen, dass wenn es ganz schwierig wird, dass man vielleicht als eine letzte gewaltfreie Aktion hingehen müsste. Also es laufen ja immer noch Prozesse. Ende Juli so soll eine Verhandlung sein, wo ich vielleicht gucken kann, ob meine gewaltfreien Aktionen auch zu einem Ansatz von Argumentationsmöglichkeit vor Gericht führen können. Aber wenn das alles nicht wird, dann müsste man wohl nach Berlin gehen. Also finde ich eine gute, kreative, gewaltfreie Aktion. Vorher angekündigt natürlich. Und müsste da Reichstag und Kanzleramt stürmen, auf die pazifistischste Weise, die man sich nur vorstellen kann. Und müsste sagen, wir brauchen jetzt so ein korruptionsbefreites Büro hier, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur, zeigt uns am besten gleich den Raum, den wir dafür nutzen können. Aber das ist jetzt unbedingt erforderlich. Also man muss jetzt hier eine gewaltfreie Aktion machen, wo man quasi hingeht und so einen Raum hier in Anspruch nehmen will. Und, ja. Okay, die letzten vier Punkte kommen in meinem nächsten Beitrag. Ich gebe dann jetzt erstmal wieder an den Bild. Ja, und ich lese mal weiter und ich verspreche Ihnen noch, ich habe für nachher auch noch hier aus Wahlprogrammen der Parteien noch was, wo ich dann auch drauf eingehen werde. So, Sozialspartler glauben und multiplizieren zum Beispiel auch das Märchen vom Mindestlohn, also den vorteilbringenden Irrtum vom Mindestlohn. Das Märchen, das per Dauergehirnwäsche Einzug in unser aller Gehirne gefunden hat und bestimmt auch von Sarah Wagenknecht, der Linken, der SPD und Grünen ja irgendwie vertreten wird. Ne? Ein Mindestlohn von 12 Euro macht aber faktisch leider unser aller Leben nicht besser, sondern schlechter. Und nur das Leben der Sozialspartler besser. Denn faktisch bedeutet der Mindestlohn ein Arbeitsverbot für alle Menschen geringerer Qualifikation. Denken Sie an Pommesbude-Mitarbeiter, wer für seinen Arbeitgeber, weil er auch nicht der hellste ist und so weiter, vielleicht nur pro Stunde weniger als 12 Euro erwirtschaften kann, vielleicht 10 Euro die Stunde, landet spätestens nach einigen Jahren in der Langzeitarbeitslosigkeit und dann steigen die Karrierechancen der Sozialspartler. Es gibt wieder neue Sozialfälle zu betreuen und auch die Gesundheitsspartler
können sich bereichern an den Depressionen und Suchterkrankungen der Langzeitarbeitslosen. Und wie löst man solche Probleme? Mit der GWÖ-GWO-Kombi macht man das so: positive Anreize, das heißt Arbeitsamtmitarbeiter kriegen nur noch dann Belohnungen, wenn sie es schaffen, in dem Bezirk, für den sie zuständig gemacht wurden, die Arbeitsprozentsatz der Arbeitstätigen ständig nach oben zu treiben und dann später oben zu halten. Dadurch können sie nicht mehr davon profitieren, wenn sie solche verrückten Ideen wie den Mindestlohn verbreiten und dadurch die Gesellschaft manipulieren, dass wir wieder mehr Langzeitarbeitslose kriegen. Ja? Genauso auch die Gesundheitsspartler, nur noch gesünder werdende Menschen bringen Geld und dadurch können die sich dann auch nicht mehr, werden die dann auch das Märchen vom Mindestlohn kritisieren und aufgeben und weg davon kommen, weil sie nämlich kein Geld mehr verdienen, wenn ihre Kunden immer noch suchtkränker werden und noch suchtkränker werden. Ne? Ja, und die Weltsozialsparten, NGOs und so weiter, leben davon, dass es zum Beispiel immer mehr arme, hungernde, leidende Menschen und Tiere in aller Welt gibt. Sie glauben Irrtümer, die die Zahl armen, hungernden, leidenden Lebens weltweit eher vergrößern als verkleinern. Zum Beispiel glauben sie, dass es richtig wäre, arme Frauen und deren Kinder zu ernähren. Ich habe hier gerade gelesen auf einem Plakat heute in Köln hier, Kinderarmut beenden. Ja, und damit ist gemeint, wir schütten einfach überall, wo Kinder sind, Geld drauf, belohnen quasi auch, überspitzt gesagt, die Hauptschulabbrecherin dafür, möglichst 30 Kinder zu bekommen, so nach dem Gießkannenprinzip. Und anstatt der Frau zu erlauben, da sozusagen sich anständig zu verhalten, nämlich das, was viele Frauen ja auch immer sagen, warum sie ein Kind zum Beispiel abtreiben oder sich dagegen entscheiden. Ich entscheide mich gegen Kinder, weil ich ihnen nichts bieten kann, weil ich letztendlich das Kind zum Scheitern in einer solch komplizierten und anspruchsvollen Gesellschaft verdonnere mit meinem es in die Welt setzen, obwohl ich noch nicht mal zurechtkomme und Arbeit finden kann in diesem Staat, weil ich zu unfähig bin. Und wobei das sich natürlich dann durch uns ändert, durch die GWÖ-GWO-Kombi, aber ich kann ihnen nichts bieten, ich kann ihnen keine wirklich gute Bildung ermöglichen und. Ja, also deswegen lese ich mal weiter. Also zum Beispiel das Märchen oder der vorteilbringende Irrtum wird ja überall verbreitet, dass es richtig wäre, arme Frauen und deren Kinder zu ernähren, anstatt ausschließlich die Mütter zu ernähren und den Müttern die Erlaubnis der linken Frauen-Emanzipationsbewegung und des Naturrechts jedes Naturvolkes zu geben. Mein Bauch, mein Neugeborenes, mein Kind gehört ganz allein mir und ich allein entscheide, ob es leben soll oder sterben. Zum Beispiel, wenn ich als Mutter nur eine Zukunft des Leidens, des Piepst, ich mache nur noch kurz rund, wenn ich als Mutter nur eine Zukunft des Leidens und Schmerzes für mein Kind erwarten kann und deswegen für mein Kind nur noch eine palliative Behandlung, also Schmerzbeseitigung erlaube, aber nicht Lebens ist gleich Leidensverlängerung für den Profit anderer. Ja, ja, dann lese ich nachher weiter. Also ich hoffe, um das rund zu machen, liebe Zuschauerinnen, Sie verstehen, wie gefährlich der Kapitalismus ist, jetzt ein bisschen besser, wie gefährlich die soziale Marktwirtschaft, wie sehr sie geschädigt werden durch alle existierenden großen Parteien, durch Markus Krall und Sarah Wagenknecht und so weiter. Und dass wir eben durch diese positiven Anreize der GWÖ und GWO-Kombi das in den Griff kriegen können, aber nur dadurch, oder dass wir alle wieder in Kommunen leben, aber dann müssen wir auch wirklich in einem echten Bonoboschenka-Kommunismus leben. Und das, ich glaube, da sind viele Menschen im Moment leider noch sehr weit von entfernt, das sich vorstellen zu können. So, ich gebe gleich wieder weiter.
Wir hören. Ja, danke, Dylan. Ich sage mal gleich zum letzten Punkt noch was, weil der wird ja viele Zuschauer erschrecken können, dass man da arme Frauen und ihre Kinder, nicht oder nur die Frauen und ja die Kinder, dass die eventuell von den Frauen dann, weil sie sie nicht versorgen könnten, auch getötet würden und so weiter. Also ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, die wissenschaftlichen Informationen, die wir haben können, über das, was auch an Naturmotivation in uns so wirkt, was da bei den Bonobo-Frauen dann auch so da ist, noch als Möglichkeit. Aber man muss ja sagen, dass das extreme Ausnahmefälle sind. Wenn ich das weiß, dass da die Frauen hingehen und ein Kind, was schon da ist, dann so töten, also weil es sich vielleicht so asozial verhält, dass es den ganzen Stamm gefährden würde. Aber es ist wichtig, diese Dinge, diese wissenschaftlichen Hintergrundinformationen, was da in unseren Genen auch immer noch stecken wird, das mit zu erfassen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich glaube allerdings, dass wir, so wie wir da ja eben drüber nachdenken können, was die Bonobos nicht können, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, um ja humaner und vernünftiger dann mit diesen Mechanismen, diesen natürlichen Wirkmechanismen umzugehen. Also beispielsweise eben, dass wir, ob jetzt durch die Reformprogramme wie Wohlfühlstimme GWO, einen wirtschaftlichen Vorteil ja für die Gesellschaft erreichen, dass sie auf jeden Fall eine minimale Existenzversorgung für auch ja, arme Menschen oder auch für ungewollte oder schwierig zu versorgende Kinder bieten könnte. Also wir würden unter humanen Umständen sicherlich da zurechtkommen können. Wir wären wirkmächtiger, was unsere Produktivkräfte angeht oder die Mittel, die wir uns verschaffen könnten, als alle anderen Lebewesen. Also da hätten wir diese Möglichkeit. Und jetzt mit Blick auf Kommuneentwicklung. Kommune wird ja sowieso, weil wir nicht mehr natürlich wie die Bonobos so funktionieren mit dieser liebevollen, zärtlichen Kultur, die bei ihnen eben fest drinsteckt. Weil wir nicht mehr automatisch und natürlich so funktionieren, ist das ja ein Bildungsprozess, den wir dabei durchmachen müssen. Und Dylan und ich reden ja auch immer von Mehrschienigkeit des Vorgehens. Die Reform mit der Wohlfühlstimme und GWO und Hausarzt-Vertrauenskommunen bilden, das wäre ja ein Weg, der noch mit Belohnungseffekten arbeitet, mit Leckerlis sozusagen, die den Menschen geboten werden, weil sie noch nicht, also ich weiß auch nicht, ob das bei einigen oder bei wie vielen das dann eben erreichbar ist, aber jedenfalls nicht oder noch nicht sind sie so aus sich eins fühlen mit ihrer Vernunft dazu bereit, das Vernünftige und Richtige einfach zu tun, unabhängig von solchen Belohnungsmechanismen. Also man braucht solche Reformen sicherlich für viele Menschen, weil es da ohne diese Belohnungsmechanismen so nicht geht. Aber Einzelne können sich natürlich für ihre eigene innere Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinsreifung, so entscheiden, und es kann dann auch natürlich passende Bildungsprogramme dafür geben, dass sie, ohne zu gucken, was bringt es mir im Moment an Vor- oder Nachteil, sich einfach orientieren wollen an dem, was im Ganzen sinnvoll und verantwortlich ist. Auch aus der Verbundenheit mit der Welt, da kann man als Mensch schon solche Erlebnisse auch haben. Also Dylan mit seinem Erleben hatte da schon mal so einen kosmischen Einheitsrausch, und bei mir, ich habe auch meine mystischen Erlebnisse, aber vor allem hat mich da ja in die Bahn gebracht, dieses Selbsterleben als Vernunftseele. Mit 13 Jahren schon. Und ja, also wenn man das machen würde, dann würde das schon vieles bedeuten können, also in den Kommunen. Also ich glaube, dass diese Kommunen wahrscheinlich so etwas wie freiwillige, vernünftige Zuchtwahl und Geburtenplanung und sowas werden die machen, weil da brauchen wir keine unkontrollierte Entwicklung und keine zwangsstrukturelle Entwicklung wie in China da, was die da machen mit mal ein Kind Ehe und dann merken sie, klappt doch nicht so, dann ändern sie es wieder. Also da könnten die Menschen einfach, wenn sie so eine freie, vernünftige Konsensgemeinschaft miteinander bilden, könnten sie hingehen
und könnten dann wirklich auch Strukturen schaffen, wie freiwillige, vernünftige Zuchtwahl und Geburtenplanung. Ja, jetzt ist der Punkt, den Punkt so ein bisschen mit zu beleuchten. Er hat die Zeit schon verstreichen lassen. Mit den stärksten anderen Argumenten mache ich beim nächsten Beitrag weiter. Ich gebe wieder an den Bild. So, da bin ich wieder. So. Ja, ich kann nur sagen, dass in den Naturwissenschaften ganz klar geschildert wird, dass jede Frau in naturnäheren Völkern das ungebremste Recht hat, Neugeborene aussetzen zu dürfen. Also nicht nur, denn Abtreibung ist ja ein bisschen schwierig, das geht ja erst mit der modernen Medizin. Neugeborene auszusetzen, wenn irgendwo ein Problem ist, wenn erkennbar ist, dass das Kind leiden wird, wenn es weiterlebt, oder eben für die Gruppe, für die Sozietät, heutzutage den Staat oder die Kommune, unnötiges, großes Leid vieler entsteht, dann entscheidet man sich für das kleinere Leid gegen das größere Leid. Aber nicht bei uns die Sozialspartler oder die Weltsozialspartler, denn die leben ja davon, dass es leidende Kinder gibt und zwar möglichst viele, die sie dann schön zeigen können mit Fotos leidender, weinender Kinder in Afrika, damit die Spendenbereitschaft hoch wird und die Geschäftsführer sich daran bereichern können. Ne? Also, und da wir heute das Menschliche sehe ich in dem, dass wir die Möglichkeiten des Palliativen haben. Wenn sich eine Mutter gegen ein Neugeborenes entscheidet, dann und das dann mit Schmerzmitteln völlig glückselig gemacht wird, am besten vielleicht mit Einmassieren, dass es noch nicht mal einen Pieks abkriegt, also völlig schmerzlos einfach wieder von dieser Welt verschwindet, dann ist das, entspricht es dem Naturrecht. Denn jede Sozietät hat quasi das biologische Wissen. Wenn ich das nicht so mache, dann kommt es automatisch zur Zerstörung der Konkurrenzfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Sozietät. Und deswegen, gerade deswegen werden wir jetzt auch ja alle immer ärmer, weil eben alle Sparten uns so manipuliert haben, dass wir alle unser Leben ruinieren, ne? Und alle bettelarm auf dem Weg sind, bettelarm zu werden und dann überall immer mehr Leiden entsteht, ne? Und immer mehr Kranke und immer mehr Suchtkranke und immer mehr Arbeitslose und immer mehr Obdachlose. Überall wird nur noch gelitten, weil wir ja eben jedes Kind retten müssen, damit die Sozialspartler, die Weltsozialspartler Profite machen können, ne? Also wenn die Mütter wissen, dass sie für Kinder kein Gramm Nahrung mehr bekommen, werden sie, also und das müssen sie natürlich bevor sie schwanger werden, erfahren von uns, unserer Hungerhilfe, Welthungerhilfe und so weiter, werden sie sich gegen ein Weiterleiden ihrer Kinder entscheiden. Aber die Weltsozialspartler impfen uns ihre nur ihnen vorteilbringenden Irrtümer ein. Wir müssten auch die Kinder ernähren, auf dass diese dann wieder neue Generationen von hungernden, armen, leidenden Kindern in die Welt setzen, für die Weltsozialspartler uns wieder neue Spendengelder aus dem Geldbeutel leiern können, auf dass die Geschäftsführer ein gutes Gehalt auf Kosten ständig neuer leidende Kinder erhalten können. Und das wird uns allen reingeredet, diese Manipulation, diese Gehirnwäsche-Propaganda, als wäre das gut für die Welt, wenn wir so vorgehen. Ähnlich die Gesundheitssparten, die uns allen schadende, aber ihnen selber und nur ihnen selber vorteilbringende Irrtümer glauben und für Wahrheiten halten. Zum Beispiel, dass jedes noch so sehr leidende Menschen um jeden Preis, den wir dann zu zahlen haben, gerettet werden muss. Solche Irrtümer, auch in der Medizinethik und so weiter, die eine reine Manipulationsgeschichte ist, solche Irrtümer züchten immer mehr genetisch kranke Menschen heran, die dann als Dauerkunden aber Milliarden Profite bringen und uns alle ruinieren und uns alle immer ärmer und dann am Ende auch leidend machen.
Auch zum Beispiel, wenn wir militärisch nicht mehr, dann werden wir so abgeschlachtet wie die Ukraine, ne, und die Indianer. Aber als Opfer dieser Gehirnwäsche glauben wir, es sei richtig, alle immer um jeden Preis zu retten, auch wenn am Ende niemand mehr gesund ist und das ganze Land ruiniert ist, wonach dann die Gesundheitssportler, wie alle Sportler, nach nicht bewusster, es ist alles nicht bewusst, die vorteilbringenden Irrtümer sind nur Irrtümer, die sich aber als profitabel erwiesen haben und deswegen nicht mehr aufgegeben werden. Ne? Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Also, wonach dann die Gesundheitssportler, wie alle Sportler, nach nicht bewusster, ganz wichtig, das ist alles nicht bewusst, Plünderung des Landes in andere Länder auswandern und dann diese als nächstes plündern. Ja, ich gebe wieder weiter. Sekunde. Dass ich erstmal Wir komplett hören, mal. jetzt hören wir es. Ja, super, super. Dankeschön, Dankeschön. Ja, der Dylan sagt so spannende Sachen, dass ich da doch immer wieder auch ein bisschen kommentieren möchte. Also bevor ich da jetzt dann die nächsten stärksten Argumente noch aufzähle. Ja. Also, was das Gesundheitswesen angeht, finde ich das natürlich auch eine super Veränderung, wenn da die Wohlfühlstimme oder die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, wenn die zum Zuge kommen würde und man wirklich schauen würde, wodurch geht es den Menschen am besten, wodurch sind ihre Wohlfühlstimmen am besten, statt dass da auf verdeckte Weise Profitinteressen halt bedient werden, die den Menschen überhaupt nicht gut tun. Zum Teil betrifft es ja sogar die Besserverdienenden. Also früher konnte man immer sagen, die Kassenpatienten sind vielleicht so Patienten zweiter Klasse, weil denen wird nicht alles Gute so getan. Heute ist das ein zwiespältiges Ding. Also ich kenne jemanden, der ist privat versichert und sagt, das muss man unbedingt ändern. Die machen alles mit einem, wenn man da jetzt in die Kliniken kommt, diese ganzen teuren Verfahren, was immer mehr bedeutet, dass man da auch ja zum Experimentiertierchen wird für Profitinteressen. Ne? Also wir müssen alles an den Menschen durchführen, auch wenn die dann vielleicht sogar noch mehr an den Apparaten dahin siechen oder so. Aber es ist ja noch was zu machen und der Mensch, wir werden da gut genug bezahlt, also immer drauf mit den Möglichkeiten. Und ich habe etwas anderes gehört auch mal, das fand ich total spannend. Also was jetzt wirklich auch Spendengelder für die dritte Welt oder für die armen Länder angeht. Also ich bin der Ansicht, wenn das vertrauenswürdig läuft, und ich habe in früheren Jahren also kooperiert mit Leuten, die gehörten zur Gandhi-Nachfolgebewegung hier in Europa und hatten auch Hilfezentren da in der dritten Welt eingerichtet. Da konnte man sicher sein, wenn die irgendwelche Mittel bekommen, die machen damit was Menschliches. Aber ich fand es total spannend. Also der Wissenschaftler, Krebsforscher Lothar Hirneisen hat in einem Gespräch, ich glaube mit dem Ken Jebsen, hat er mal Folgendes gesagt, was eben ihm so das ganze Ausmaß der Korruptheit auch bewusst gemacht hat im jetzigen System. Und zwar hat er wohl mal nachgeschaut, also wie das ist eben mit so Spendengeldern, die dann nach Afrika auch für hungernde und sterbende Kinder gegeben werden. Und er hat Folgendes zu seinem Entsetzen festgestellt: Das Geld, was darunter ging, das wurde eingesetzt, um jetzt in Afrika leidenden Menschen zu helfen. Allerdings hat man bei der Auswahl, wie setzt man dieses Geld jetzt ein, wem hilft man und wie, hat man dieses Geld für reiche, alte, krebskranke, sterbende Leute eingesetzt, um denen dann noch, wer weiß was, die teure Chemotherapie und sonst was zu bezahlen und nicht für die zu versorgenden Kinder, weil da konnte man nichts Profitables in dem Sinne draus machen. Also die Spendengelder wurden dann auf eine absurde Weise für etwas, was ja vielleicht sogar noch das Siechtum verlängert, eingesetzt, statt für ein ganzes Leben, was ein Mensch dann noch vor sich gehabt hätte.
hammerhart. Also hätte ich mir, ich kann mir schon immer vieles vorstellen, was die Menschen so machen und wie da die Profitmotivation wirkt und was das für Kapriolen schlagen kann. Aber das war nochmal eine richtige Blüte auch, als ich das gehört habe, sich da klar zu machen, wie sehr das die Menschen fehlleiten kann, wenn sie nach Profit gehen, nach Geld und nicht nach Sinn und Menschlichkeit und all dem. Also insofern, die Wohlfühlstimme wäre schon ein super Hilfsmittel, um da die Orientierung umzustellen. Und natürlich, ohne dass ich da jetzt sagen will, es wäre nicht am allerbesten, wenn die Menschen gleich immer in die aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen kommen, wo wir halt einfach alles vernünftig planen können, ohne uns jetzt noch an irgendwelche genetischen Bindungen der Primaten, der früheren Primaten oder Frühmenschen halten zu müssen. Und natürlich auch ohne uns an Machtbefehle korrupter Herrscher oder an Wirtschaftsrechnungen, unmenschliche Rechnungen der Wirtschaft halten zu müssen, wo Profit vor Menschlichkeit geht. Da piepst es wieder. Die stärksten Argumente kommen jetzt beim nächsten Mal. Ich gebe wieder an den Bild. So, da bin ich wieder. Ja. Und ich hatte ja schon gesagt, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht das Korsett, das der Bonobo-Schenker-Kommunismus, also dieses spezielle Kommunenleben, zum Beispiel der Bonobos ausmacht, eben hilfreich ist, um den Menschen, um den Bonobos zum Beispiel die egoistischen Verhaltensweisen drastisch einzudämmen. Ja? Und das wäre natürlich schön, wenn die Menschen allein durch Erkenntnis, zum Beispiel auch im Staate, sozusagen aufhören würden mit den vorteilbringenden Irrtümern, die durchschauen würden und aufhören würden. Aber ich muss dazu sagen, das bedeutet, dass sie pleite machen und übrig bleiben vielleicht die anderen im Kapitalismus, die gnadenlos weiter Profite auf Kosten anderer Menschen machen. Und so Leute wie ich, die schließen dann ihre Praxen und müssen also ihre Karriere aufgeben, weil sie das nicht verantworten können. Aber die anderen, die Massen der anderen, die nicht darüber nachdenken, die machen weiterhin riesige Karrieren auf Kosten der Menschen. Also ich lese mal weiter. Deswegen ist die Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden zu erfassen und danach die finanziellen Belohnungen auszuschütten, ist halt der Weg, wie wir rauskommen aus der Schädigung, auch bei denen, die es nicht schaffen, ihr eigenes Verhalten und die vorteilbringenden Irrtümer zu reflektieren. Wir haben ja das mit der Ausweicheritis zu tun. Alle Menschen, die ich so kenne, hier auch in Köln, so auf der Straße, die weichen alle jedem ernsthaften Argumentieren oder Irrtümer hinterfragen einfach nur immer aus. Ja? Die wissen, wie die Welt ist und wollen sowieso keine Argumente gegen ihr Weltbild hören. Ich lese aber weiter. Die Sparten innere Sicherheit, das ist auch bei der CDU ein ganz großes Thema, ja, von wegen Sicherheit. Immer mehr Polizei, das löst die Probleme. Dabei schadet das uns nur, weil es wird immer teurer und bringt immer weniger. Ne? Ich lese mal vor. Die Sparten innere Sicherheit, Polizei, Gefängniswärter, Rechts- und Staatsanwälte, Richter und so weiter glauben für sie vorteilbringende Irrtümer VIs, die Verbrecher ermutigen, statt zu entmutigen. Täterschutz geht schon weitgehend vor Opferschutz. Wir leiden unter der Flut der Straftaten, die wir schon gar nicht mehr anzeigen, weil nichts dabei rauskommt. Und sie machen riesige Karrieren aufgrund der Verbrecherflut. Ja, und da bringt es gar nichts, Geld draufzuschütten, dann wird das Ganze immer noch schlimmer, denn jeder von den neuen Mitarbeitern will ja dann auch wieder Karriere machen und das geht nur, wenn die Verbrechen wieder noch mehr zunehmen. Nein, wir müssen nach GWÖ-GWO-Kombi machen wir Polizeiobermeister zuständig für mit ihrem Team zuständig, dass sie sich selbst zusammenstellen dürfen, zuständig für einen bestimmten Bezirk. Und wenn dort Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller
Bürger besser wird, dann werden sie belohnt, ansonsten werden sie finanziell abgestraft. Ja? Und dadurch kriegen wir mit einem Fünftel der bisherigen Polizisten werden wir 100%ige Sicherheit oder 99%ige Sicherheit in Deutschland kriegen, weil dann nämlich die Anreize stimmen und dann die Polizisten wirklich darüber nachdenken, wie sie die Täter erwischen und wie sie dann mit den Tätern reden, um sie von dem Weg des Kriminellen abzubringen und so weiter. Und während das im Moment ja überhaupt nichts bringt für Polizisten. Für den Polizisten bringt es eigentlich gar nicht, am besten, am meisten Karriere, wenn sie gar nichts gegen Verbrecher unternehmen. Ne? Die Konsumsparten, jetzt wieder andere Sparte, die Konsumsparten glauben Irrtümer, die alle möglichen natürlichen Lustquellen verteufeln. Besonders Körperkontakt, Liebe und Sexualität in fast allen Varianten außer der heterosexuellen Monogamie Gleichaltriger ab 18. Denn je mehr ihnen Lust im Leben fehlt, also ihnen, liebe Wählerinnen, Lust im Leben fehlt, desto leichter werden sie kauf- und konsumsüchtig und bringen denen Milliarden Profite. Ja, und all das, alle Parteien, die wir haben, und Sarah Wagenknecht und Markus Krall, haben überhaupt kein Verständnis für diese neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaften, die ja eigentlich schon über 40 Jahre alt sind, also spätestens 1980 von Professor Richard Dawkins schon ausreichend geschildert wurden im egoistischen Gen, Seite 364 und ähnliche. Ja, ich gebe weiter. Ich mache gerade nur noch die Rund und dann gebe ich weiter. Und wenn Sie Opfer all dieser vorteilbringenden Irrtümer, all solcher Sparten geworden sind, die denen Vorteile bringen, aber Ihnen nur Schaden bringen, dann sind Sie bei ganz vielen Punkten anderer Meinung als die Gemeinwohlwirtschaft bzw. GWÖ-GWO-Kombi. Aber vielleicht könnten Sie ja nach diesen wenigen Beispielen schon anfangen zu erahnen, dass Sie eben nur anderer Meinung sind, weil die Marktwirtschaft Sie manipuliert hat, auch die Politiker manipuliert hat, Sie zum Opfer des dem Kapitalismus eigenen Gehirnwäsche-Feuerwerks aus allen Rohren und von allen Seiten gemacht hat. So viel diese Lesung. Ich gebe wieder weiter. Moment. Ja. Wir hören. Ja, danke schön, danke schön. So, jetzt weiter mit stärksten Argumenten. Also die Zuschauer brauchen sich ja nicht erstmal anzuhören, wo sie vielleicht erschrecken können. Da können sie auch über alles mitdiskutieren, ob sie sich nach Argumenten richten wollen, nach wissenschaftlichen Argumenten, welche Argumente sie da bevorzugen, ob nach naturwissenschaftlichen, genetischen Verhaltensmustern. Und das kann ja eine Herausforderung sein für euch, liebe Zuschauer, euch zu fragen, geht's auch anders mit euch? Ne? Oder wenn es nicht anders ginge, dann wäre am besten eben, man entwickelt für euch Verhaltenskonzepte, Gesellschaftskonzepte, die einfach diesen weiterhin bestehenden alten genetischen Mustern entsprechen. Wollt ihr so sein? Wollt ihr euch so verstehen? Oder wollt ihr nach einer Art von Wissenschaft gehen, wo ihr mit eurer Vernunft euch identifizieren könnt und dann muss aber auch danach gegangen werden können. Das heißt, es muss dann möglich sein, dass uns nicht irgendwelche Instinkte gleich wieder aushebeln und vom Stuhl schmeißen, wenn es jetzt darum geht, sich zusammenzusetzen und nachzudenken, was ist einfach pure Vernunft, die nach dem aufs Ganze Sinnvollen und Verantwortlichen schaut und real danach geht. Keiner hundertprozentig, aber ausreichend grundsätzlich, ne, dass die Ausnahmen und Abweichungen zu vertretbaren kleinen Ausnahmen und redlichen Kompromissen werden und keine wesentlichen Selbstwidersprüche und faulen Kompromisse mehr sein. Also den Anspruch müssen wir uns stellen, wenn wir als geistige Wesen nach dem Geist gehen wollen. Dann muss auch nach dem Geist gegangen werden. Ja, also liebe Zuschauer, große Herausforderung an euch und ihr könnt da eben gerne ja den Weg mit einschlagen oder die Lebensform dann wählen, die ihr für euch am passendsten findet. Dabei bin ich gleich jetzt, ich gehe wieder jetzt weiter, ich war bei den Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen und das sechste superstarke Argument, wonach ihr gehen könnt, wenn ihr als Geistwesen nach dem Geist gehen wollt, ist die Vorstellung echter Demokratie. Und das würde bedeuten, dass alle betroffenen Menschen angemessen in eine Entscheidung mit einfließen können,
Und dann wird es eigentlich heißen, dass wir eine Menschheitskonsensdemokratie uns vorstellen müssen, in welcher die Stimmen der Kinder der Zukunft als entscheidende Stimmen eingestuft werden. Oder halt Wissenschaftler, die auf eine hinreichend gesicherte Weise deren Bedürfnisse mit benennen können. Die dürfen wir dann nicht für unsere kurzsichtigen Konsumgierinteressen verheizen. Wäre nicht ein Geistwesen dann, also dann wären wir keine Geistwesen, die nach ihrem Geist gehen. Sondern wir müssten wieder prüfen, welche Instinktentschärfungsmechanismen brauchen wir, weil wir noch zu sehr die kurzsichtigen anderen Tiere geblieben sind. Punkt 7. Ein Corona-Argument. In der Corona-Diskussion könnte man als stärkstes Argument ein effektivstes Sicherheitsverhalten des einzelnen Menschen sich vorstellen. Wodurch er dann sagen könnte, ist doch egal, wie gefährlich Corona ist, wir brauchen hier gar nicht in die Details der Wissenschaftlerdiskussion zu gehen, der Epidemiologen und so weiter. Wenn ich mich bereit bin, zurückzuziehen in freiwillige Absonderung, ich nenne das mal Reservate für natürliche Menschen oder freiwillig verantwortliche Menschen oder auch echt demokratische Menschen oder man kann auch Freiheitslager sagen, das lässt sich bestimmt in beiderseitigem Einvernehmen so gestalten, dass dann keine Gefährdung mehr für Ansteckung und Kliniküberlastung unterstellt werden kann, untergeschoben werden kann. Und dann hätten wir eine tolle Situation, dass durch dieses Angebot der Staat Gesundheitsschutz und Freiheitsrechteschutz in Einklang bringen kann. Und da müsste es eben eigentlich doch viel Aufwand wert sein gegenüber Menschen, die sagen, ja, wir wissen den Weg, wir sind dazu bereit, ne? Bei uns könnt ihr beides super verbinden, dann macht das bitte aber auch. Ne? Und das muss euch ziemlich viel wert sein, weil es um Grundrechte eigentlich geht. Ne? Und das darf nicht einfach mit haarsträubend willkürlichen Argumenten abgewürgt werden, ne? Wie es beim Demokratiefürsorgecamp, also dem Zeltcamp da in Berlin, was die Querdenker angefangen haben und ich dann übernommen habe, das wurde mit den haarsträubendsten, verlogensten Argumenten seiner Genehmigung beraubt. Also das ist unglaublich. Ne? Ja, da warte ich drauf, bis da mal eine argumentative Klärung zu erfolgen kann. Achtes Argument. Umgang mit Ukraine-Krieg und anderen Kriegen und Gewalt. Ich sagte schon, Pazifismus muss Friedenskultur auch zu Ende denken. Und vor allem muss man da mal auch ganzheitlich vernünftig mit umgehen wollen. Es ist ein totaler Witz, wie hier sich ereifert wird und überschlagen wird quasi in der Solidarität, also militärischen Solidarität, Waffen schicken und sowas für die Ukraine, während, ja, danke, ich höre das Piepen, aber ich mache nochmal runter eben, ich bin ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Also es ist so, dass die Ukraine von einem Nicht-NATO-Mitglied angegriffen wird. Die Ukraine ist kein Mitglied von EU und NATO und hinsichtlich des Demokratiewesens dieses Staates ist da einiges auch gerade an der Entwicklung der letzten Jahre, also auch die Putsch-Geschichten, die da gelaufen sind, zwiespältig oder wackelig, wenn man das genauer anschaut. So, das ist die Situation. Und da überschlägt man sich. Während man, was die wenigsten Leute jetzt wahrscheinlich überhaupt irgendwie abrufen könnten aus ihrem Gedächtnis, obwohl es auch durchaus bewusst wurde, es kam auch in den Hauptnachrichten, ne, dass die Amerikaner die Kurden da in Syrien im Stich gelassen haben, die machen da nämlich Experimente mit Demokratie. Und zwar super vorbildlich eigentlich. Die gehen weiter als das, was hier im Westen und Amerika dann zum Teil ist. Ne? Rojava heißt ihr Experiment. Und das wird vom NATO mit der Türkei kaputt gebombt, soll vernichtet werden und ähnliches. Und die Kurden haben mitgeholfen in den USA, als es nötig war, um den Islamischen Staat zu besiegen. Hallo, wo ist denn da der Aufschrei? Wie viel Solidarität und Unterstützung bringt man da? Und das zeigt wieder, wie willkürlich, widersprüchlich und verlogen, es ist ekelhaft, da eben die Verhaltensweisen der Mächtigen und des hinterhertrottenden Mainstreams so sind. So, Punkt 9. Die Wohlfühlstimme, ne? Da habt ihr ja nun viel drüber gehört und würde es danach gehen, könnte es viel Missbrauch eben durch Profitorientierung wegnehmen und großes Aufblühen und Reichtum und ganz viele Mittel auch der Gesellschaft bringen. So, und das 10. ist ein kleines Ding noch, ne? Das hat der Dillen auch schon früher öfters mal erklärt. Bei 5%-Klausel bei Wahlen in Deutschland könnte man zumindest eine Übertragbarkeit der Wahlstimmen, wenn eine Partei keine 5% kriegt, an beider Stimmabgabe
Abgabe angebbarer Ersatzparteien ermöglichen. Dadurch würde man viel demokratischer den Menschen gerecht werden und viel entwicklungsförderlicher auch sein für neue Parteien, die vielleicht entstehen wollen. Ohne dass man zu sehr Splitterparteien, Zersplitterung auch des Parlaments befürchten müsste. Okay, damit habt ihr die 10 stärksten Argumente schon mal gehört, wo wir unser Selbstbewusstsein draufstützen könnten und wo ihr, bevor ihr was Erschreckendes anderes an Details hört, erstmal mit drüber nachdenken könntet, wie sehr euch und uns das zusammenschmieden müsste für eine in die Richtung gehende alternative Bewegung. Okay, ich gebe dann wieder an den Dillen. Ja, da bin ich wieder. Ja, das ist ja gerade dann das Dilemma, dass die vorteilbringenden Irrtümer der mächtigen Politiker und der großen Parteien natürlich irgendwie Märchen im Kopf haben, also die vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, die wahrscheinlich dann argumentieren würden gegen diese Übertragbarkeit der Stimmen, weil sie ja gar nicht wollen, dass neue Parteien hochkommen. Die nehmen ihnen ja Stimmen weg und damit Geld weg und so weiter. Also deswegen brauchen wir ja die Bundes-, in der GWÖ-GWO-Kombi plädieren wir ja als GWO für die Bundesländer-Bundesliga der Landesregierung, wo Politiker, die sich sozusagen nicht für neue Ideen und Lösungskonzepte öffnen, ruckzuck abgewählt werden, weil nämlich genau gemessen wird, wie entwickeln sich in einem Bundesland unter der Regierung XY Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Bewohner und Wählerinnen besonders. Ja? Und dadurch kriegen wir alle Probleme mit Politik, also alles, was so mit Lobbyismus und Korruption zusammenhängt, das kriegen wir alles im Griff, nur mit einer Maßnahme dieser Bundesländer-Bundesliga der Landesregierung. Aber das können Sie auch alles lesen auf Partei des Gemeinwohls PDG. Ja? Ich kann es Ihnen ja mal ganz kurz zeigen, wo ist das? Dann haben Sie das nochmal wieder gesehen hier. Hier. Partei des Gemeinwohls, PDG, da können Sie alles finden. Ne? Müssen Sie halt direkt nachsuchen, PDG, Partei des Gemeinwohls. Ja, dann mache ich weiter mit dem Punkt hier. Das Wahlbündnis, da gibt es neue schöne Bilder, weil nämlich sich herausgestellt hat, dass gerade ein Wahlbündnis hier in NRW aktiv ist. Und das zeigt uns schöne Bilder hier, nämlich die Klimaliste hat bei der NRW-Wahl auf eine Teilnahme verzichtet und ruft auf, hier am 15. Mai die Linke wählen. Dafür wird die Linke sicherlich auch Ihnen beim Klima ein Stück entgegengekommen sein, für diese Unterstützung durch diesen Wahlaufruf. Und das auf ganz vielen Plakaten habe ich solche Bilder gefunden. Ich zeige Ihnen mal ein paar davor, also hier. Überall kleben diese Aufkleber drauf und bei uns würde es dann genauso sein mit dem Wahlbündnis 100 Gruppierungen und 100 Gruppierungen und dann vielleicht Sammelplakate, wo diese hunderten Gruppierungen zur Wahl, zum Beispiel der Linken, die es ja jetzt wahrscheinlich längere Zeit nicht mehr über die 5% schafft, aufrufen und wo dann die Linke aber die Medienauftritte mit all den anderen Teilnehmern des Wahlbündnisses teilt. Aber das zeigt also hier, so einfach kann es aussehen. Hier so ein Aufkleber, der also das verdeutlicht wunderbar, wie einfach man so ein Wahlbündnis tatsächlich machen könnte. Ne? Ja, und so geht das hier immer weiter. Ne? Also das können Sie aufrufen. Wo haben Sie die Seite hier? Wahlbe.beepworld.de. Aber das finden Sie auch auf der Partei des Gemeinwohls. Da steht nämlich dabei, dass die Partei ja auch Mitglied dieses Wahlbündnisses ist. Ja, Mitwirkende dieses Wahlbündnisses ist. Leider haben die Firmen bis jetzt nicht viel erreicht. Für fast 2000 Euro nicht allzu viel erreicht bis jetzt so. Aber jetzt habe ich hier noch zwei spannende Sachen, also von der CDU hier. Da stehen so verrückte Sachen, also unrealistische Sachen. Spitzenforschung fördern. Mit Forschung und Entwicklung lösen wir die Probleme unserer Zeit.
Ja, das ist wieder dieser vorteilbringende Irrtum, dass die Wissenschaften im Kapitalismus noch dazu da seien, Wahrheiten zu produzieren. Nein, sie sind in erster Linie da zur Produktion von vorteilbringenden Irrtümern, die riesige Geschäfte ermöglichen. Ja, nicht umsonst hatte damals die Wissenschaftler hatten dafür plädiert, dass doch Rauchen harmlos sei, Passivrauchen auch und so weiter. Also das heißt, die Universitäten sind längst zu 90% pseudowissenschaftlich und der einzige, der wirklich nicht pseudowissenschaftlich ist, ist Weltrat und Next Scientists for Future, ja. Aber die Universitäten sind so voll von Gehirnwäsche, Propaganda und Werbung und so weiter, auch dass es erschreckend ist und das einfach zu fördern. Die Lösung sieht natürlich folgendermaßen aus. Rund um eine Universität muss jeder Forscher seine Erkenntnisse zum Einsatz bringen. Und wenn sich dann Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand alle der an diesen Experimenten teilnehmenden Menschen, es piepst, ich mache nur kurz rund, sichtbar verbessert, dann werden sie belohnt. Ansonsten läuft langsam ihre Karriere als Wissenschaftler aus. Weil wir brauchen nicht Elfenbeinturmwissenschaftler, die uns mit Irrtümern manipulieren und eine Gehirnwäsche machen, so nach dem Motto, oh, wissenschaftlich bewiesen und so weiter, mit Pseudostudien, Betrugsstudien, Schwindelstudien, unbrauchbaren Studien und so weiter. Das ist, also wir brauchen Belohnung für wirksame Wissenschaft und nicht Belohnung für Märchenverbreitung. Und das ist in dem Kapitalismus können Wissenschaftler nicht anders. Die werden automatisch korrumpiert und werden zu Unwahrheitsverbreitern. So wie der Zahnarzt, ja, Doktor, der Zahnarzt Dr. Mick sagt, diese Zahncreme ist die einzige gute und wahrscheinlich ist das die schlechteste von allen. Ne? Also, ich gebe weiter, Sekunde. Ja, danke Dylan, danke Dylan. Wir hören. Ja, jetzt hört man mich, danke, super, klasse. So, wir haben auch schon 10 vor 10, also wir gehen auf die letzte Runde, in die letzte Runde. Ich hatte schon gesagt wieder, dass ich heute nochmal Mut machen will, indem ich entscheidendste, tollste, stärkste Argumente nennen will, für die wir uns einsetzen. Und das sind zum Teil ganz grundlegende Argumente, die dann auch die Schiene sozusagen darstellen, in der wir alle anderen Fragen sehr schön dann klären können und uns da gemeinsam weiterentwickeln können für Verantwortung in der Welt, sodass wir uns erstmal darauf besinnen können und nicht am Anfang schon wegen sonstiger Meinungsverschiedenheiten sagen, oh nee, wir können nichts miteinander machen. Wäre doch schade, wenn wir wegen Fragen gar nicht dazu kommen, die Grundschienen für uns zu finden, mit denen wir hinterher auch die Einzelfragen in harmonischer Weise super toll auflösen könnten. Wäre doch sehr, sehr schade, denke ich. Und ja, ich habe euch diese 10 stärksten Argumente genannt, die auch jedenfalls uns idealistischen Aktivisten von Schenker-Bewegung so die Hoffnung geben können, dass wir sagen, da lohnt es sich, den Rücken für hinzuhalten und ja, sein Leben für einzusetzen. Man kann es für Verschiedenes einsetzen. Warum soll man es für Niedriges einsetzen, wenn man es fürs Höchste einsetzen kann? Also zumindest einem Menschen, der sich mit seiner Vernunftseele identifizieren will, erscheint das schon ziemlich überzeugend, dann aus dem Leben das zu machen, was man machen kann und sich für höchste Werte und Sinnvorstellungen und Ziele zu engagieren. Und da werdet ihr solche Argumente, wie ich sie nannte, nirgends anders in der Form finden. Das fängt ja schon mit der freien Argumentekultur an. Deshalb springt auf, kommt dazu, ne? Rechnet damit, dass wir nicht gleich eine Riesenmasse sind oder sie nicht gleich angerannt kommen, aber macht das eben für euch, für die Sache und für die Welt. Auch wenn die Welt noch braucht. Und hoffentlich überhaupt diese Schienen mal auch einschlagen will. Ja,
Also gut finde ich noch auch, sich zu überlegen, was prägt uns sonst als Menschen? Ich habe in diesem Forum-Thread bezüglich der stärksten Argumente, mutgebenden Argumente, habe ich auch einen Link reingesetzt. Das fand ich richtig gut mal. Also habe das bei Facebook einfach gesehen im Scrollen. So, dass das Heute-Journal mal eine Sendung gemacht hat. Nicht Heute-Journal, wie heißt es da? Heute-Show. Das ist die Bezeichnung. Und in dieser Sendung, das ist ja so eine Satire-Sendung auch, haben sie doch wirklich die Frage dann mal so richtig auf den Punkt gebracht, warum leiden wir mehr mit Boris Becker als mit Julian Assange? Also Julian Assange, der für Pressefreiheit, freie Meinung und dafür, dass er Kriegsverbrechen der Amerikaner offengelegt hat, jetzt mit Auslieferung an die Amerikaner und 175 Jahren Gefängnis bedroht wird. Und Boris Becker, der Unterhaltungsjunge, der da wegen Steuerhinterziehung jetzt vom britischen Gericht belangt wird. Und der Moderator der Heute-Show sagt das auch ganz klar. Ja, warum kümmern wir uns darum nicht? Ne? Warum interessiert uns der Boris Becker viel mehr? Er ist wie einer von uns. Das ist das. Wir sind alle Spielzeugmenschen für irgendwelche kleinen Interessen, Unterhaltung. Für die eine ist Fußball das Leben, andere Tennis. Und es ist viel mehr das Leben für sie als eben der hohe Sinn, der höchste Sinn. Na gut, jetzt könnten natürlich einige noch sagen, in den Kommentaren haben welche drunter geschrieben, ah ja, wir, Boris Becker ist doch gar nicht so interessant. Ne? Wobei meist haben sie dann darüber mehr über Boris Becker noch geschrieben, was sie dazu denken, als über Julian Assange, schon gar nicht in Richtung Lösung. Aber nein, natürlich nicht. Also sie zählen ja nicht zu diesen in der Sendung angesprochenen Menschen. Also ich würde den Leuten dann gerne sagen, ja, wo bleibt denn dann da eure Empörungswelle? Oder wenn so viele jetzt sagen, nee, wir sind gar nicht so, ne? Wir sind ja für die wichtigeren Dinge, wir sind ja für Assange. Wo sind sie denn? Wo zeigen sich ihre Wirkungen? Warum werden Parteien nicht danach beurteilt oder jetzt auch beim Kragen gepackt und geschüttelt und gesagt, hey, hör mal, ihr müsst uns mal jetzt gute Wahlaussagen machen, wie ihr umgeht mit sowas wie dem Assange-Fall, sonst fehlen wir euch nicht, ne? Wo ist denn so etwas? Warum merkt man davon nichts, dass die Leute alle so heilig sind, dass sie gar nicht an Tennis interessiert sind, sondern an der Verantwortung für die Welt, an Meinungsfreiheit und so. Und sogar, ja, ich höre piepen, dankeschön, ich mache eben rund. Und sogar solche Sendungen wie diese Heute-Show-Sendung sagt, oh, wie schlimm ist es, dass wir uns weniger um Assange kümmern als um Boris Becker. Also wenn ich das richtig sehe, bin der Großteil der Sendung dann, in dem, was man da genüsslich ausgebreitet hat, über die Rechtsproblematik von Boris Becker. Also dass jetzt irgendwie da dann statt diesem sich suhlen im Niedrigen mal für die höheren Motive auch nach echten Lösungen gesucht wird. Warum thematisieren wir nicht grundlegende systemische Rahmenbedingungen, die uns zu korrupten Dressurkaninchen machen, statt frei nach Argumenten gehenden Demokraten? Also als letztes vielleicht noch, also lest übrigens da im Forum, Leute, ne, das ist echt auch spannend. Aber als letztes will ich dann nochmal darauf hinweisen, warum wir, wenn wir auch nur ein bisschen drüber nachdenken würden, erkennen könnten, dass wir da eher als Dressurkaninchen behandelt werden und nicht demokratisch, statt dass wir als freie, mündige Menschen oder demokratische Souveräne ernst genommen würden. Es gibt das tolle Zitat von Noam Chomsky, der beschrieben hat, warum es eben so eine Scheindemokratie ist, die wir jetzt hier haben. Und das Zitat ist super. Ne? Es bringt auf den Punkt, was uns alle verblendet. Er sagt, der intelligente Weg, Menschen passiv und fügsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen strikt zu begrenzen, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen. Und sogar kritischere und abweichende Ansichten zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass freies Denken stattfindet. Während die Voraussetzungen des Systems immer wieder durch die Grenzen des zulässigen Bereichs der Debatte verfestigt werden. Ja, liebe Leute, ne, also insofern, das ist mein Abschluss dann auch. Ich kann noch vielleicht als Hoffnungsruf sagen, besinnt euch, was ein echter freier Mensch ist. Der echte freie Mensch will nicht alle 4 Jahre über kleine Fragen abstimmen. Und der echte freie Mensch will nicht vorgegebene Fragen beantworten. Er will die Fragen mitstellen. Er will den Rahmen mitsetzen.
Er will nicht in einem Schiff oder Boot gucken, ob er in ein vorderes, hinteres Abteil geht. Er will entscheiden, ob er in ein Schiff einsteigt, in welche Richtung und sowas. Das ist eure Freiheit, Leute. Schüttelt euch diesen Beton und diese kleinen Zäune, in die ihr da eingefärbt seid, ab und werdet richtig frei. Ich gebe einen Dillen. Ja, da bin ich wieder. Ja, genau. Also was Noam Chomsky sagt, ist ja genau richtig. Aber das ist genau das Dilemma. Ich glaube, dass das, dass Öffi eigentlich appelliert und dass dafür empfänglich höchstens vielleicht 5% der Bevölkerung sind und 95% leider überfordert sind. Und man sieht das auch am Forum. Das sind lauter Hunderte und Tausende von Klicks von Leuten, die völlig passiv bleiben, nie auf Argumente eingehen, auch selber keine Argumente bringen, sondern nur konsumieren. So wie sie die Geschichte von Boris Becker, der quasi durch die Medien ihr Freund gemacht wurde, ihr zu ihrem Familienmitglied gemacht wurde. Und für den kämpfen sie dann, ja, und streiten sie. Ja, und nochmal hier von Grünen und Linke, zum Beispiel die Linken fordern ja so Dinge wie, ja, kostenloser Bahnverkehr zum Beispiel, ja, und so. Ja, aber genau das ist der völlig falsche Anreiz. Das führt ja dazu, dass die Leute, weil es kostenlos ist, noch mehr Mobilitätskonsum an den Tag legen. Der Weg der GWÖ-GWO-Kombi ist der richtige, nämlich über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften verbringen die Leute ihre glückliche Freizeit in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften mit Singen, Tanzen, Musizieren, Ernährungsberatung, Sport und so weiter. Alles kostenlos, weil der Arzt ja nur noch Geld kriegt, das Hausarztgesundheitsteam nur noch Geld kriegt, wenn die Kunden sich gesünder entwickeln und seltener krank werden. Und dann, das führt dann Richtung Null Mobilität. Denn warum soll ich reisen, wenn ich am Ende vielleicht sogar in Bonobo-Schenker-kommunistischen Kommunen, die das Hausarztteam anleitet, so glücklich bin, dass ich gar nicht mehr verreisen will. Ja, und diese Sucht, die Reisesucht nicht mehr brauche. Und stattdessen dann kostenlos machen und dadurch den CO2-Ausstoß insgesamt nochmal drastisch zu erhöhen. Ne? Ja, und wir sitzen in maroden Klassenzimmern und lernen unter Druck Sachen, die uns nicht interessieren. Das ist hier von der grünen Jugend. Ja, deswegen brauchen wir ja die GWÖ-GWO-Bildungsreform, wo die Bildungsteams der verschiedenen Bildungskonzepte und Richtungen danach belohnt werden, wie erfolgreich sich die Kinder entwickeln und wie top ausgebildet sie sind und wie viel Spaß sie am Lernen hatten, so dass sie dann so kreativ, innovativ geworden sind, dass jeder Arbeitgeber sie mit Kusshand nimmt. Ja, aber im Moment ist es halt so, Lehrer verdienen mehr, wenn sie den Kindern den Spaß am Lernen rauben durch uninteressante Sachen, denn dann können sie mehr Nachhilfe verkaufen an gelangweilte Schüler, ne? Und so weiter. Ja, und die Wohnungen sind überteuert, ja. Das heißt, man völlig falsche Konzepte, man anstatt die Vermieter zu belohnen, dafür, dass sie sozusagen, das wieder gemessen wird. Der Vermieter kriegt nur dann Geld, wenn Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Mieterinnen, Mitarbeiter und Anwohner besser werden. Wenn er also zum Beispiel jemanden rausekelt, um mehr Profit zu machen, rausekelt aus der Wohnung, anstatt eine sinnvolle, gemäßigte Mieterhöhung mit den Mietern zu machen, dann sozusagen, dann wird er über Jahre hinweg finanziell abgestraft. Denn der rausgeekelte Mieter durch Terror oder sonst was, ja, der wird automatisch schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben und dadurch, dass er dann vielleicht in einer Gegend lebt, wo er gar keine Sozialkontakte mehr hat, wird er über Jahre lang hinaus schlechtere Wohlfühlstimmenentwicklungen und Veränderungen der Wohlfühlstimme Richtung negativ abgeben, ja, weil er entwurzelt wurde aus seinem Viertel, in dem er alle Leute kennt und so weiter. Und das führt dann zu so drastischen finanziellen Einbußen für den Vermieter, dass all diese
diese Schikanen aufhören. Aber sozusagen die Idee, die Wohnungen zu enteignen, führt zu nichts anderem, als dass die fähigsten Wohnungserhalter und Gestalter aus Deutschland rausgetrieben werden und zurückbleibt, dass die Bürokratien die Wohnungen verwalten. Und wie gut sie das können, haben wir in der DDR gesehen. Die ganze Bausubstanz war marode, weil unfähige Bürokraten, die das gar nicht konnten, die Wohnungen kaputt verwaltet haben. Ne? Es piepst, ja. Und ich gebe weiter. Und jetzt fangen wir ja an, das Ende zu suchen. Ich gebe weiter an Öffi. Das Ende. Ich umarme durchs Telefon oder durchs Internet. Ah, jetzt erst. Ja, gut. Also, immer warten. Ja, super, super. Also bei mir ist das Ende schon gefunden, liebe Leute. Ich umarme alle durchs Telefon, wünsche euch, dass ihr eure wahre Freiheit sucht und die besteht halt in der Vernunftseele und im Einsatz für globale Verantwortung, Vernunft, Liebe, ne? Also holt aus euch raus, was ihr könnt, da macht ihr euer Leben reich mit. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ja, und für alle die das nicht packen, denkt über die über GWÖ-GWO-Kombi nach und über Bonobo-Schenker-kommunistische Kommunen und so weiter, die den Menschen helfen, das Gute zu tun und es ihnen leichter machen. Also bis Montag. Bis Montag.